Und da kann man meine Bank angucken. Ach ja, genau. Der Typ hat eine Geschwindigkeit von 62 und mein Keller vorne hat 78. Gut. Nikchi. Der Name sagt mir was. Ist der nicht zufällig nach Hannover oder so? Ach, keine Ahnung. Ich habe noch zwei Verletzte auf der Bank. Ich spiele nicht mehr mit meiner Top-Formation. Oh mein Gott. Wo stellst du denn gerade so? Oh. Meinst du, ich kann ZM in den Sturm stellen? Theoretisch kannst du das. Ich frage dich nur, warum. Du kannst auch einen Stürmer in den Sturm stellen. Ja, meine Stürmer sind halt alle ungefähr 10 Punkte schlechter als meine schlechtesten ZMs. Aber ich denke mal, der ZM wird dann auch 10 Punkte schlechter sein im Sturm. Ja. Ich könnte das so mal probieren. Ich suche dich gerade mal raus. Spiel gegen Freund. Einladen. Monster Teddy ist in der Futzzentrale. So hab ich eingeladen. Jetzt trinke ich mal was. Hab ich mir verdient. Aber ich kann die eigentlich echt nicht spielen, die Formation. Na gut, ich habe eine Chemie von 43, so weit runter wirst du auch nicht kommen, oder? Jetzt bei 57. Siehst du mal. Ich versuch's doch gerade so irgendwie zu verstehen. Entweder warst du eben gegen Ende erfolgreich oder es waren irgendwelche sehr komischen Umstände, dass du auf einmal drei Tore hintereinander reingeknallt hast. Ich habe mich wieder an die Formation gewöhnt gehabt. Ich spiele halt normalerweise in 4-2-1-2-1. Du hast die Partie verlassen? Ja, hab ich auch gerade gemerkt. Lad mich nochmal ein. Du magst mich nicht mehr. Was zur Hölle? Irgendwie spackt mein FIFA gerade dezent rum. Wieso? Weil ich gerade aus dem Ultimate Team rausgeflogen bin. Oh. Ohne dabei aus dem Ultimate Team rauszufliegen. Ja. Und das Hauptmenü in Listenform in meinem Ultimate Team Dings da. Bisschen seltsam. Kannst du noch was anwählen? Ich versuche mich gerade einzuloggen. Nein, er will gerade einfach nicht. Ohne Mist, er will mich jetzt gerade nicht ins Ultimate Team reinlassen. Okay. Kannst du ja rausschneiden. Ja. Der Teddy ist wieder da. Hurra. Nein, ich tue nur so, ich bin eigentlich Hering. Jetzt verwirr mich nicht, das ist bei Castle Grey ja schon komisch gewesen. Ja, genau darauf habe ich jetzt angespielt, dass er gesagt hat, er wäre Teddy. Und übrigens, nein, ich habe euer blödes Video geguckt. Echt? Ja. Ich nehme jetzt mein anderes Trikot. Ich mein's auch, das ist mein Glückstrikot. Bei mir auch. Ich habe jetzt mein Team wieder umgestellt auf Raute, wie du jetzt sehen dürftest. Okay, du hast einen Rechtsverteidiger im rechten Mittelfeld. Ja, und einen linken Mittelfeldspieler im rechten Sturm. Jetzt auch zumindest auf links stellen können. Weil man jetzt den linken Mittelfeldspieler einfach ins linke Mittelfeld stellen können, weil das wenigstens dann auch ein linker Mittelfeldspieler gewesen wäre. Ja, aber dann stürzt meine Teamchemie so weit in den Keller, dass ich gar nichts mehr tun kann. Aber warum? Der ist auch Engländer. Nee. Der LM, der oben steht, ist Spanier. Nein. Nicht? Nein. Doch. Nein. Der heißt Dani Castello. Willst du mich verarschen? Das ist... Also, ich meine, der Typ, der im Sturm steht bei dir. Oder ich habe echt Scheiße gebaut. Hast du schon was gedrückt? Ja. Hängt es gerade bei dir? Bei mir hängt's, ja. Bei mir auch. Ah, okay. So, warte, jetzt ich muss jetzt pausier mal. Arschloch. Ich will es jetzt echt mal wissen. Es regnet. Okay. Du hast recht, das ist tatsächlich ein Engländer. Ah ja, okay, ich weiß wieder, wer das ist. Du hast recht. Ist mein rechter Mittelfeld, aber da habe ich schon so gute Leute. Ah, okay. Ich habe ein rotes Trikot. Also, ja gut, ich hätte an deiner Stelle auch das Trikot, was du jetzt hast, behalten. Das sieht einfach genial aus. Das ist so noch was Besonderes. Nicht diese Einheitsfarben und die gleichen. Also andere, das ich habe, gefällt mir aber auch ganz gut. Das mit dem. Das kommt mir auch bekannt vor. Ich glaube, das hatte ich auch schon mal irgendeinem Ultimate Team. Kann aber schon ein paar Jahre her sein. Hast du das gesehen? So dreckig. Ey, das gibt's jetzt aber. Okay. Soll mir recht sein? Das ist die richtige Richtung, Lukas. Schützer. Also, bitte. In welche. Was? Ich, was denn? Richtung?
Du musst jetzt da an das Tor schießen, genau, schieß. Das wird abgeführt, ne? Das ist so der Hammer, ey. So, weißt du, so Fouls pfeift er dann ab, ja, damit ich schön im Spielfluss gehemmt werde. So, wirklich so, der pfeift dafür auch Elfmeter und sowas. Aber wenn jemand dann von der Seite vor ihm gegrätscht wird, oh, nö, Vorteil. Ich finde vor allem die Vorteilauslegung bei FIFA hier so richtig genial. Du kriegst Vorteil gepfiffen, machst eine Sekunde lang nix. Hat sich gelohnt, den Stürmer ins Tor zu stellen. Hast du jetzt echt einen Stürmer da drin? Nein. Ich dachte, das ist derselbe Torwart wie eben auch. Er hält Bälle fest. Was hast du mit ihm gemacht? Hast du ihm noch so ein extra Trainingsding gegeben? Nein. Die verkaufe ich übrigens immer direkt. Münzen. Oh, ich glaube, das probiere ich gleich mal aus. Ich hau mal alles, was ich habe, wenn die rein, weil ich sie sowieso nie benutze. Alter, what the frick? Nicht so klippen. Ich klipp nicht, ich habe aufgepasst. Außerdem, ja, will ich mal nicht sagen, aber ich habe letztes Mal nicht geklippt, auch wenn ich geschrien habe. Das bist immer nur du, die geklippt haben. Ich habe ein hässliches Milchpult und kann das nicht einschätzen. Ich tue den Kram ja auch nicht, das bist du. Richtig. Raul Camara. Oder Camara. Wie auch immer. Doni, der Name sagt mir sogar irgendwas als Torwart. Dir auch? Ist nicht mein Torwart, der so heißt. Und nein, mir sagt er gar nichts. Schade. Ja, guck doch nach, bei welchem Verein er spielt, meine Güte. Ich glaube, es war irgendwas Größeres, aber es war eher so Ersatztorwartmäßig. Ich meine, der 76. Das ist gerade mal Gold. Das ist gerade mal Gold. Ich habe allgemein, glaube ich, immer nur so 76er gezogen, wenn es Gold war. Und du bist schnell. Und hättest du jetzt abgespielt, hättest du ein Tor gemacht. Nee, ich hatte Angst, dass er dann den Pass versaut. Na komm, das sollte er inzwischen hinkriegen auf dem... Nein! Glaub mir! Nein! Das denke ich mir nämlich auch jedes Mal. Hey, pass du mal! Und dann stolpert er über den Ball. Wunderbar herausgespielt. Achtung! Guckt er schon wieder durch meinen Torwart durch. Ich glaub's ja einfach nicht. Das sind die beiden ein Pärchen? Das sieht zumindest ziemlich nach Arschsex aus. Popo ficken. So schöne Worte für dieses Tag. Das FIFA ist ja auch schon ab 0. Das ist mir doch scheißegal. Also wenn sich unsere Abonnenten bis jetzt nicht dran gewöhnt haben, dann gewöhnen sie sich auch nicht mehr dran. Du glaub mir, nach Animal Crossing weißt du das wieder. Oh, schon wieder dieses, ich nehme den Ball ab und schieße ihn direkt weg, weil ich einmal A drücke. Du hast einen A-Knopf? Warum nenne ich das eigentlich immer A? Ja. Ist halt ein Zocker. Guck, das meinte ich. Ja, ich auch gerade. Warte jetzt noch an deinem Spieler dran, ansonsten wäre der ein bisschen seltsam geflogen. Seltsam geflogen, definitiv. Hat er denn nicht irgendwie gerade so eine leichte Aufwärtskurve gemacht? Möglich. Danke. Was war das denn schon wieder? Ah, das könnte. Ja, bleib weg, gute Idee. Sehr schön. Meine Spieler denken mit. Ich habe kurz gesagt, er war drin. Oh, meiner kann nicht laufen. Ich wollte dich doch eigentlich voll an die Wand spielen heute. Warum geht das nicht? Weil ich geübt habe. Ach, ich grätsch zu oft. Hast du eigentlich immer noch deine Ausrichtung auf normal? Nee, momentan bin ich sehr offensiv. Echt? Ich hasse das. Jeder meiner Schussversuche wird von dir gestört. Tut mir leid. Nein, eigentlich nicht. Du mal mit deinen Hochflanken. Na, wenn es Erfolg hat. Ja, aber einfach immer. Ja. Sehr schön gemacht. Danke. Übrigens regnet es, fällt mir gerade auf. Ja, es ist wunderschön animiert, ne? Absolut. Was sind das denn für Tropfen? Ich stelle mir gerade vor, wie irgendeiner vor der Kamera steht und so komische, so kleine Federchen darunter fallen lässt. Das war nicht schlecht gespielt. Der Schuss war scheiße. Geht einfach nicht. Egal, sobald ich auf den Schussknopf haue, heißt das für die, ich zieh total ab, oder? Ja, so sieht's auch aus. Spitze an. Renn, Doyle, renn. Renn weiter, Doyle. Jetzt passt doch zum Torwart, meine Güte. Ich möchte so weinen, meine Spieler sind so ätzend. Ich hasse sie allesamt. Nein, eigentlich mag
Die meisten magst du, nur dein Torwart nicht. Weißt du, dann zieht der Computer, ja, zieht auf den gegnerischen Spieler und will ihm den Ball abnehmen. Ist ja alles in Ordnung. Dann wechselt er mittendrin, ja, wechselt die KI dann auf den Spieler und ich natürlich gerade mit einem ganz anderen Spieler beschäftigt, der in eine ganz andere Richtung laufen soll, um irgendwen zu decken. Das habe ich aber auch manchmal, dass das einfach so mittendrin passiert. Normalerweise, ja, ich verstehe es, wenn jetzt hier so einen Abschluss machst, dann habe ich da hinten automatisch den Kerl, wo der Ball hingeht. Ja, aber ist ja auch in Ordnung. Aber manchmal ist das wirklich einfach so spontan auch nur, du bist jetzt bei der Typ ganz am Ende vom Spielfeld, einfach so, weil ich FIFA bin. Tief durchatmen, diese wunderschön anzuschauende Einzelaktion, sie ist gescheitert. Und dann immer dieses, jedes Mal, das merkt man besonders bei diesen eher schlechteren Spielern, die werden so künstlich langsam gemacht. Mhm. Nur wenn sie sich drehen wollen, dann bleiben sie erstmal stehen. So nach dem Motto, ich kann nur eckig laufen. Ja, ich wollte eigentlich auf den anderen Spieler spielen, der auch nicht so schön angerannt war. Kam. Und vor allen Dingen nicht irgendwie, wo noch ein Verteidiger eigentlich neben dran stand. Aber ja, was soll's, passen funktioniert sowieso nicht in FIFA, also lassen wir es doch gleich, ne? Was so. Irgendwie kommen meine hohen Bälle noch nicht so ganz, wie ich will. Und sonst deine, bin ich aber doch zufrieden. Deine Pässe generell kommen nicht da an, wo sie sollen, wenn ich dir das mal so sagen darf. Du darfst. Ich mag meine Ausstellung einfach. Man hat. Ich meine auch. Das merkst du jetzt auch direkt. Ich bin viel besser drin mit der Aufstellung. Ich finde das Schöne bei mir, egal ob man jetzt offensiv oder defensiv dran ist, man hat immer mindestens 6 Leute in der Szene. Was spielst du eigentlich? 4-2-2-2. Ach so. Das heißt, die defensiven Mittelfeldspieler, da können sie sich im Angriff immer schön einschalten. Und wenn du selbst angreifst, dann habe ich immer mindestens noch einen hinten stehen, der ich abfangen kann. Ja, bei mir würden in der Aufstellung, ich habe 55% Ballbesitz. Nein. Ja, nee, Quatsch, das bist du. Sorry, ich war gerade schon verwundert. Warum hast du so viel Ballbesitz? Weiß ich nicht. Ich dir die ganze Zeit durch die Gegend rennen und passt. Ich find's cool, dass wir passmäßig richtig gut geworden sind. Ich meine, ja, ich glaube, man sieht's inzwischen auch. Ich habe das bis zum Vergasen geübt, dieses Passen. Und es bringt mir einfach einen Scheißdreck. Weil dann passiert sowas! Aber man merkt inzwischen auch, dass wir nicht mehr so amateurhaft spielen wie jetzt noch in den ersten Spielen. Besonders die Abwehr funktioniert einfach gar nicht. Also dieses Zweikampfverhalten, ich check das auch einfach nicht, weil das funktioniert gegen andere Spieler immer perfekt, aber gegen dich einfach nie. Das liegt aber an mir. Warum gehst du auf die Knie, du verficktes Stück Scheiße? Ey, nicht so. Ich sollte mal hingehen. Was? Jetzt ernsthaft? Ach komm! So, mein Freund. Das war ein perfekt gespielte Vorlage und Tor. Das sieht man, sobald mein goldener Verteidiger nicht dabei ist, geht es in den Bach runter. Die rechte Hälfte ist zwar eigentlich Silber, aber halt gerade so Silber. Und ich meine, guck mal. Und das war so ein perfekter Pass. Ich hätte nicht gedacht, dass er ankommt. Ich war überrascht, dass er angekommen ist, aber es war ausnahmsweise mal genauso, wie ich... Hast du das gesehen? Ja, natürlich. Das ist der Grund, warum ich keinen einzigen Zweikampf gewinne. Weil deine Leute immer sofort wieder an den Ball kommen, weil meine Leute stehen bleiben. Ich habe echt nur darauf gewartet, dass er jetzt gar nichts macht. Oder nicht an den Ball kommt. Ich hätte nichts dagegen gehabt, wenn das so gewesen wäre wie vorhin halt. Du schießt ein Tor, ich schieße auch ein Tor. Mir wäre das auch recht. Ich schieße ein Tor und dann schieße ich noch 3 mehr. In dem Fall wäre das ja nicht so schön für mich. Ja, jetzt gibt's doch mal. Jetzt spiel doch mal ab, ey. Ja, egal. Ich find's schön zu sehen, dass es dir genauso geht wie mir. Nur bei dir macht das, glaube ich, nicht so viel aus, weil deine Spieler halt insgesamt einzeln stärker sind. Du hast die stärkeren Spieler, ich habe eigentlich das stärkere Team. Eigentlich. Nee, ich habe halt mehr Teamwork zwischendrin, glaube ich. Was? Was? Ja, genau den hatte ich jetzt im Blick gehabt. Ja, so ist es halt bei mir die ganze Zeit, weißt du? Das ist einfach total lächerlich. Da stehen 3 Spieler frei und der spielt zurück zum Torwart. So nach dem Motto, weißt du? Das ist einfach... Oh Mann. Ah, vielleicht sollte ich mir FIFA 13 holen und hoffen, dass es da besser ist.
und dann frustriert sein, weil es ist nicht, dass ich 60 Euro für ein Spiel ausgegeben habe, das genauso schlecht ist wie das, das ich schon habe. Soll aber eigentlich deutlich besser sein. Also soll das beste FIFA mit Abstand sein. Vielleicht sollte ich mal eine Demo runterladen oder so. Stimmt. Ich finde das irgendwie komisch. FIFA 13 hat mich nie so wirklich gepackt, weil das halt ein komplett anderer Ablauf ist zu den anderen Vorgängern halt. Allein schon durch dieses Tactical Defense und ich weiß nicht, die Spieler steuern sich so ein bisschen schwerfälliger. Aber wenn man so reinkommt, nach einem Jahr ungefähr geht's. Also bei mir ist das Stellungsspiel echt perfekt. Was nicht funktioniert, sind Pässe und sich bewegen. Ja, genau. Die brauchen immer so lange, bis sie passen. Und dann passen sie immer zu diesen... Okay. Nein. Ach komm, nein. Jetzt geh an den verdammten Ball. Es ist egal, ob ich auf Sprint bin oder nicht, aber es ist einfach Ballverlust. Wie lange darf ich noch rumlaufen? So lange, wie du willst. Okay. Das geht mir voll am Arsch vorbei. Je länger du da rumläufst, desto länger habe ich Zeit, meine Verteidiger nach hinten zu holen. Was mir natürlich einen Scheißdreck bringt, wenn meine Verteidiger nichts tun. Ja, nein! Jetzt mal ganz ehrlich, das ist nicht lustig. Ich liebe es, wenn du das sagst. Soll ich mal was Gutes für mich? Nein! Der Spieler neben dir stand frei! Oh. Ach, ja. Nein. Toller Pass. Und gut abgeblockt. Pässe sind jetzt bei beiden. Ah, nee, bei unseren Spielern. Ich dachte gerade, unsere beiden Teams hätten 90% Passgenauigkeit. Nicht so wie FIFA versucht, die Pässe zu verteilen. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Diesmal wollte ich den so. Oh! Mist. Also, Zweikämpfe und Verteidigen können meine Spieler einfach überhaupt nicht. Doch, das wird schon irgendwann. Hm, ja. Nein! Vielleicht? Nee. Es wird jetzt nicht wieder so ein typisches 1:1. Das ist doch einfach. Er nimmt ihm den Ball ab und das ist einfach echt unlustig. Nein, das ist nicht. Ich möchte weinen. Ich kriege hier gerade gar nichts hin. Nichts. Jetzt. Mach diesen Ball doch mal rein. Hier, einfach rein. Oh. Jeder einzelne Pass eben gerade war ein Fehlpass. Und zwar nicht irgendwie, weil sie schlecht geschossen, nein, einfach nur, weil kein Bock zu schießen. Ich möchte weinen. Das ist jetzt, lasst euch doch nicht echt so einfach den Ball abnehmen. Gott, ich will nicht schon wieder in die Verlängerung. Ich nehme jetzt schon 50 Minuten auf und sind erst im zweiten Spiel. Und sind noch nicht fertig damit. Echt. Dacht nicht an den. Sehr schön, danke. Vielleicht ist das eins, an wen ich anspielen wollte, oder? Ja. Gut. FIFA nicht. FIFA denkt, ich bin dumm. Moment. Ich mag es, wie dieser Kerl gerade bei mir gesagt hat, das war spannend. What? In so diesem absolut unspannenden Ton. Ich weiß jetzt nicht, ob es natürlich... Ich kann jetzt natürlich nicht sagen, ob es... Es ist jetzt auch wieder, was zur? Ob es jetzt irgendwie, Ironie von ihm gewesen sein soll oder einfach nur schlechtes Voice-Over? Kein Plan. Oh. Nein. Renn um dein Leben. Alter! Und, was? Jawohl! Der war drin? Wann war der drin? Wann war der drin? Jetzt mal ernsthaft. Hä? Ach ja, okay. Ich kann's absolut nicht erkennen. Hand dran. Aber es war ein Eigentor, also. Eigentlich. Gut, das ist das, was mich so anpisst. Dann schießt du in der 90. Minute so ein verficktes Tor.
Wo ist das fair? Ja, und jetzt pfeift er ab. Kann man jetzt in den Spielhöhepunkt nochmal irgendwie die Kamera verändern? Keine Ahnung, aber ich kann dir sagen, was war. Mein Torwart war nur mit der Hand dran und hat ihn wieder rausgefaustet, nachdem er 3 cm im Tor war. Aber ob er jetzt wirklich drin war, habe ich jetzt nicht wirklich erkennen können. Doch, also sah für mich schon eindeutig aus. Echt? Mhm. Ich gehe gerade nochmal gucken. Doll-Tor. Oh cool, ich kann das wirklich. Moment. Jetzt, ja. Hilfe schließen. Okay. Passgenauigkeit 75%. Was zur Hölle? Kamera. Ich hätte gerne die Kamera so, dass ich erkennen kann, ob der Ball auch wirklich in der Linie ist. Hallo? Rüpp. Gott. Ah, so sieht man es schon fast. Oh, es ist. Also, ich würde sagen, der ist nicht ganz über die Linie. Oder? Ja, kein Plan. Oder? Na doch, könnte gerade so sein. Boah. Ich finde es aber cool, dass das überhaupt jemand erkannt haben will. Ja, okay. 2-0 Führung. Toll. Aber ganz komisch ist trotzdem Ende. Ich fühle mich nicht so wie ein Sieger gerade, das ist fies. Die Restzweifel sind noch da. Frag mir doch unsere Abonnenten, wer dieses Spiel, also ob das Spiel jetzt so verdient ausgegangen ist oder nicht. Ja, ja. Postet ihr mal, ihr Teddy-Fans. Stell dich nicht so an. Lädst du ein oder soll ich einladen? Ich lade dich gleich ein, Moment. Ich will mal versuchen, mein Team nochmal so umzustellen. Vielleicht funktioniert das so mal. Das ist mal was ganz Neues.